Hey Leute, willkommen zurück zu unserem Flug von Louisville auf die Fidschi-Inseln mit dieser Boeing 747-8 Freighter von UPS. Im heutigen Teil ist es soweit, wir werden auf den Fidschi-Inseln landen und sozusagen den Corona-Impfstoff sicher zu den Bewohnern der Fidschi-Inseln bringen. So, da kommen wir echt bei wunderbaren Tropical Rays, heißt das Wetter, was ich jetzt hier für den Anflug ausgewählt habe. Rein auf die Fidschi-Inseln, irgendwo da links muss der Airport jetzt noch liegen. Wir müssen mal auf aktuellen Druck vielleicht mal umschalten, das wäre ganz sinnvoll. Genau, werden aber vielleicht dann doch gleich mal auf so ein... Wobei, er fliegt eigentlich auch ganz gut raus. Wir gucken mal gleich. Eigentlich müsste das mit dem ILS auch locker hinhauen. Weil mit Sinkrate passt das ja sehr gut. Machen wir mal die Speedbrakes ruhig mal wieder rein. Die kann man eigentlich schon mal armen. Das müsste, wenn die so raus... So müssen die eigentlich gearmt sein. Genau, nehmen wir ruhig schon mal Rate raus. Weil der ist ja eh gleich da auf der Höhe. Genau, das heißt, wir fliegen noch ein bisschen in 3000 hier rum. Ja, vielleicht nochmal kurz zu diesem Text. Also war auf jeden Fall sehr interessant. Der Impfstofftransport, also eine große logistische Aufgabe. Auch jetzt dadurch, dass der halt nicht einfach so in anderen Flugzeugen noch mittransportiert werden kann. Passagierflugzeugen, die eh noch unterwegs sind, genau. Und auch dadurch, dass die Menge halt begrenzt ist, mit dem, dass dieses mit dem Trockeneis ist und da halt eh nur gewisse Mengen mitgeführt werden dürfen. Aber genau, sind die ganzen Airlines haben sich ja schon drauf vorbereitet auf den Transport, genau. Und da gehe ich mal davon aus, wird UPS auch, denke ich mal, wie wahrscheinlich auch alle anderen Frachtfluggesellschaften da ziemlich viel an Impfstoff da in der Welt verteilen. Und ich denke mal, ich weiß nicht, wie es jetzt in echt ist, keine Ahnung, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber hier auf die Fidschi-Inseln wird es vermutlich, denke ich mal, auch mit so einem Flugzeug gebracht werden, weil mit so einem Schiff ist ja schon ganz schön weit und wenn der halt so gekühlt werden muss und alles, ist wahrscheinlich das Flugzeug halt die beste Variante. Also eigentlich gar nicht so unrealistisch, was wir denn heute hier so fliegen. So. Ja, der fliegt jetzt hier so einen schönen großen Bogen, aber den können wir eigentlich ruhig schön ausfliegen, dann passt das auf jeden Fall gut, dann dreht er auch nicht zu eng später rein. Und da muss irgendwo da an der Küste jetzt der Airport liegen, sehen wir halt jetzt noch nicht so genau. Ja, sonst haben wir alles soweit ready. Genau, die Lichter habe ich ganz vergessen, die wollte ich eigentlich noch anmachen, genau. Zack, der Rest passt ja, wie er ist. Genau. Und Barrow haben wir eingestellt, aktuellen Druck haben wir, 1007. Und jetzt fliegt er da noch raus, die 9 Meilen bis nach diesem User Waypoint. Und dann Mike India, wie hieß es nochmal? Ich muss nochmal auf der Chart gerade checken. Relativ entspannt rein. Brauchen wir auch erstmal gar nicht so viel mehr. Ich würde das auch gar nicht mehr reduzieren, bis wir User Waypoint überflogen haben. Dann können wir vielleicht mal anfangen, die Klappen gleich zu fahren. Aber lass uns die eine Stufe schon mal jetzt ausfahren. Dann macht er die Nase, glaube ich, schon mal ein bisschen runter. Weil die hat er schon sehr nach oben. Jetzt fahren wir schon mal die Slats aus. Ich weiß gar nicht, ob bei dem Flieger da hinten überhaupt was ausfahren will. Oder wobei Flaps One. Sieht leicht danach aus, aber sonst auf jeden Fall die Slats ausgefahren. Und irgendwo da drüben an der Küste muss der Flughafen jetzt liegen. Wir können mal auf der VIFA-Karte gucken. Genau, der müsste eigentlich jetzt genau da hinten drin, da müsste er liegen. Geht es nur über diese eine Insel da vorne drüber, über der beginnen wir eigentlich dann auch mit dem Turn. Und dann hier der Anflug. Genau, so, lass mich nochmal die Charts gucken. Momi NDB war das, genau. Und ja, echt schick hier auf den Fidschi-Inseln, sieht echt cool aus. Ich hatte eben halt nochmal nach Fidschi-Inseln auch auf Google gesucht. Die Bilder sehen schon echt nett da aus, also ist ja ganz cool. Und genau, ich habe dann auch mal geguckt, wo es eigentlich genau liegt. War mir jetzt auch nicht mehr ganz so genau bewusst. Es ist etwas im Norden von den... Also schon noch ein paar Meilen nördlich, aber so von Neuseeland. Genau, liegt so etwas südlich von der Höhe von Papau Neuguinea, wo wir ja letztens auch mal geflogen sind, in den Busch, genau, Buschfliegerei gemacht haben. Und so ungefähr einer Höhenlinie etwas südlicher und dann genau auf dem, das müsste ja der, auf dem Breitengrad, ne, Längengrad wie Neuseeland und Breitengrad ungefähr wie Papau Neuguinea, der nördliche Teil von Australien liegt das. Genau, hier im Südpazifik. Neben noch vielen, ganz vielen kleinen anderen Inseln. Genau, Nadi. Und Nadi ist dann ja der, müsste glaube ich die Hauptstadt von der Fidschi-Insel sein. Fidschi-Inseln. Und da vorne ist jetzt noch Malo. Wo wir jetzt? Da fliegen wir jetzt gleich drüber. Über das
Malolo Island. Genau, so, wir sind auf jeden Fall, wie ihr seht, schon unterm Gleit. Das ist wunderbar. Und er beginnt mit dem Turn. Das ist sehr schick. Ja, wunderbares Wetter hier. Im Südpazifik. Guck mal, da unten sieht man schön unsere Spiegelung der 777. Sehr, sehr schick. So, wir müssen auch dann gleich nur um die 70 Knoten reduzieren. Ne, nicht mal, wir müssen nur 60 Knoten reduzieren, nochmal für Final Speed. Genau. Und das können wir gleich langsam fortsetzen, gesagt, auf dem User Point. Der dreht jetzt hier schön rum. Oh, das ist auch ein kleiner Airport, oder? Zumindest wäre das so ein passender Grasbereich da extra, wo man gut landen könnte. So eine kleine Maschine. So eine Grand Caravan oder sowas für so Inselfliegerei. Und noch schöne 32, aber hier 25 Grad. Genau. Static Air Temperature. Und am Boden soll es nochmal ein bisschen wärmer da sein. So, drehen wir schön ein. Kurz die Simulationsrate doch nochmal einen Tick höher. Habe ich eben schon machen können. Genau. Aber machen wir es jetzt gerade noch. So. Geht es dann noch über das Terrain drüber? Das sieht schon echt nice aus. Auch hier mit dieser kleinen Insel, mit diesem Strand da und so. Das sieht schon schick hier aus, auf jeden Fall. So. Genau, dann drehen wir jetzt hier schön über die Küste ein. Auf 3000 Fuß sind wir ja. Machen wir jetzt wieder mal normale Simulationsrate. Genau, sind jetzt über dem User Point. Jetzt geht es noch 7 Meilen bis nach Mike India, bis Mumi. Und dann schön aufs Final. Wo wir dann eigentlich auch direkt. Wahrscheinlich nehmen wir dann Lock und Glideslope relativ zeitgleich. So, wir können schon mal armen. Da steht schon mal als gearmt drin. Sehr gut. Machen wir schon mal Speed 200. Jetzt baut er noch relativ schnell ab. Aber jetzt haben wir noch keinen Glideslope. Er baut sogar wirklich ziemlich flott ab, muss ich sagen. Genau. Aber auf dem Glide wird es vielleicht gleich nicht mehr ganz so schnell sein. Und liegt gerade irgendwo da in der Entfernung, muss der Flughafen liegen. So, ich aktiviere mal das Recording. Ich hoffe, das klappt jetzt alles. So, wie es aussieht, nimmt FS Playground auf. Wunderbar, dann können wir uns nämlich gleich die Landung schön aus der Sofortwiederholung angucken. So, der Glideslope läuft schon rein. Lasst uns mal, dass wir mal Folgendes machen. Wir gehen nochmal ein kleines bisschen runter. Dass wir erst den Localizer nehmen und dann den Glideslope. Ruhig mal auf 2.5 runter. Machen die Flaps schon mal 5. Können sogar schon auf 10 raus. Flaps 10 Speed haben wir schon. Drehen mal ein bisschen weiter den Speed noch runter. Wenn wir jetzt die Flaps auch draußen, dann sollten die ja auch nochmal Drag, also Widerstand geben, dass wir da gut sinken können. So, Lockstar, nicht Lockstar, sondern Localizer hat er captured. Wunderbar, dann können wir jetzt auch Hold Altitude machen. Dann geht er gleich auf den Glide auch drauf. So, Flaps 20. Und dann warten wir mit Speed Reduction, bis wir das Gear gleich ausfahren. So, Runway is coming up. Da vorne, Inside schon mal, wunderbar. So, Glide Slope läuft ein. Auf dem Gleit sind, machen wir das Gear raus. So, Gleitslop captured, Gear down. Genau, wie gesagt, wir caten dann ganz am Ende. Können wir dann gleich mal übernehmen. Geben wir mal Final Speed, 160 ungefähr.
So, geben die Flaps 25 und Flaps 30. So, Flaps, Landing Checklist, Speed Break Arm, Landing Gear is down, Flaps coming down, 30, Green Light is coming up, sollte gleich da sein. So, Speed is set, wir haben Flaps 30, Green Light, damit ist Landing Checklist completed. Runway ist da vorne, Papi sieht man zwar noch nicht so, aber wir haben ja die Glideslope anzeigen. Deswegen Autopilot disengage, I have control und dann bringen wir die 747 mal runter und den ganzen Impfstoff hier heile auf die Fidschi-Inseln. Das sieht halt mega cool aus mit den Bäumen hier. Ist schon echt schick. So, genau, Autofrost müssen wir dann auch gleich noch rausmachen, dürfen wir nicht vergessen. Na, komm, ein bisschen Offset nach links und ein bisschen zu hoch. Ich mach mal den Autofrost jetzt mal auf. Ich probiere das jetzt mal mit dem Flieger. Selber mal den Schub jetzt zu kontrollieren. Das sieht halt mega nice aus von der Szenerie hier mit dem Hellgrün und alles. Das ist so cool, sieht es hier aus. So. Die Sonne blendet aber auch ganz schön, aber man kann die Papi leicht links neben der Bahn erahnen. So, gerade die 1000 gewesen. Das geht eigentlich auch gut. Ohne Autofrust sollte ich vielleicht öfters mal bei der Maschine hier probieren. Ich bin ja sonst immer mit die 747, 737 und 787 und so einem F6 immer mit Autofrust gelandet. Sollte ich vielleicht echt mal ohne öfters probieren. Ist eigentlich gar nicht so schwierig, weil ich mal bei anderen kleinen Flugzeugen fliegt man ja auch ohne Autofrust und das geht ja auch. So, 500. Und gleich kommen die Minimums. Und ich finde die Szenerie jetzt hier für den Flug, die Freeware-Szenerie auch mega, mega gut. Werdet ihr gleich vom Terminal sehen. Sieht echt schick aus. Ein bisschen zu hoch gekommen. Na komm, setz dich in Maschine. So, Touchdown. Und los geht auch down. So, was haben wir? Vertical Speed von 223. Ich habe mir jetzt hier von FS Recorder angezeigt. Genau, das ist nämlich auch so ein Tool von FS Recorder. Mit dem Vertical Speed bei der Landung. So. Mal hier Manual Brakes. Reverse is back in. Und wir vacaten ganz am Ende. So, jetzt haben wir das Replay-Fenster von der. Vom FS Recorder sich die ganze Zeit schon FS Playground angezeigt, genau, und die Vertical Speed wurden hier eben nämlich einem angezeigt, das kann man sich nämlich hier einblenden lassen, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wahrscheinlich aber nicht, genau, 223 Fuß oder minus 192, irgendwas sowas stand da. So, sah doch mal eine gute Landung aus, und der Flieger wollte halt nicht runter, aber das war eigentlich kein Problem, weil die Bahn ist ja eh lang genug. Wir wollen ja erst am Ende vacaten. So, welcome to Nadi International Airport, welcome hier auf den Fidschi-Inseln, Leute. Da sind wir im Südpazifik bei wunderbarem Wetter angekommen. Genau, und hier das Terminal ist halt mega cool nachgebaut. Ich habe mal Bilder von echt gesehen und das sieht halt auf jeden Fall echt gut nachgebaut aus. So, und wir rollen jetzt einmal hier hinten rum vorbei an den Maschinen und stellen uns da hinten an die Ecke ab. Das ist auch der einzige größere Bereich, wo ich mir so gedacht habe, macht Sinn, den Flieger dahin abzustellen. So. Lights off. Taxi light an. Strobe light off. Und, was wollte ich noch? Genau, APU wollte ich anmachen. APU start. Sehr schön. So. Dann rollen wir sie mal rein, die Maschine. Autobrake kann auch off, genau. So, genau, wir gehen jetzt hier einmal hinten an den Fliegern vorbei und da hinten stellen wir uns ab. Da gab es eine ganz nette Position, die ganz gut dafür aussah. Ich hoffe, die ist jetzt nicht durch diesen anderen Jet da belegt.
Ja, die ist schon ziemlich groß hier, die Maschine. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, was Fidschi, doch, die haben doch ihre eigene Airline, Fidschi Airways oder wie die heißen. Die haben doch, glaube ich, auch Dreamliner oder sowas, ne? Ah, nee, da haben die sogar 350? Stimmt, das ist ja, das war Fidschi Airways, genau. Ich habe die, glaube ich, mit einer anderen Airline nochmal verwechselt. Genau, die haben ja auch 13 Flugzeuge, 330, 330, 350, 737, 737. Genau, und 737 Max, aber die sind beide inaktiv. Genau, aber die haben ja auch große Flugzeuge, keine Ahnung, wo die hier so parken, aber eigentlich, da würden eigentlich auch gut so große Airliner hinpassen, aber hier seht ihr, das ist halt mega nice hier nachgebaut, also richtig coole Freeware-Szenerie. So, und da links neben den Jet stellen wir uns. Das müsste passen. Der steht dann zwar etwas doof, wenn er noch irgendwie raus will, aber genau, wir stellen uns da. Wir sind ja so drei Linien und wir nehmen die mittlere von denen. Genau, stellen wir uns noch ab und dann gucken wir uns gleich mal die Sofortwiederholung an, weil es sieht aus, als ob es diesmal hier geklappt hat alles. Nicht so wie damals im Livestream. Und dann können wir uns echt gleich mal angucken. Die Bäume, das sieht halt gerade so geil aus mit diesem, wie so richtig grün die sind. Irgendwie richtig passend hier so zu tropisch, zu Südpazifik hier. Man sieht halt, wie man schön in die Ferne auf den Bergen die Bäume sieht und halt nicht nur einfach dunklen Untergrund, was halt dieses Tree LOD macht. Und das halt echt mega cool ist. So, links neben dem Business Jet. Weißt du, das ist kein Business Jet. Hier doch müsste einer sein, stellen wir uns. Eigentlich wäre es optimal, wenn er nämlich nicht da wäre, weil da hätte man wirklich so die komplette Breite, aber ja. Stellt euch mal vor, er wäre nicht da, genau. Dann ist es eigentlich eine optimale Parkposition hier für die 747. Nur zum Rauspushen ist die etwas doof. Da müsste man die wahrscheinlich bis nach da hinten irgendwie pushen. Und ich weiß auch gar nicht, ich glaube, es gibt auch gar keinen parallelen Taxiway zur Piste 2. Das heißt, man müsste da irgendwie wirklich kompletten Backtrack oder so machen. Aber gut, wenn man eh auf der 20 vielleicht rausgeht, wäre das ja eh dann egal. So, gucken wir mal, dass wir sie reinkriegen, die 747 hier in die Parklücke. Ein Parkversuch. Hat echt nicht zu viel Power geben, um mit der rumzukommen, die Kurve. Aber so könnte das gut klappen. Und da links direkt die Tankstelle. Wunderbar. Spaß natürlich, aber es ist wahrscheinlich schon eine Tankstelle, aber nicht jetzt. Wobei, ja, wenn jetzt Jet A1 kommt und so und der Schlauch lang genug ist, könnte man jetzt hier die 747 auch tanken. Aber da wird wahrscheinlich schon ein Tankwagen kommen. So, na komm, dann kriegen wir sie doch gut auf die Linie. Das sieht doch gut aus. Nice one. So, jetzt, ja, ich mach, stell dir einfach vor, der Citation Jet oder was das ist, steht nicht da. Dann ist das jetzt hier die optimale Parkposition für uns. Also, wie gesagt, das ist eine mega nice Freeware-Szenerie. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal hier einen Flug in den Südpazifik machen wollt. So, Parking Position. Wir halten die Maschine jetzt hier an, lassen mal die Triebwerke an und machen mal hier Replay. So, und es funktioniert, wie ihr seht, perfekt. Mega cool, dass wir jetzt hier bei FS Playground uns die ganze Sache wie im FSX aus der Sofortwiederholung angucken können. Freut mich mega. Ich habe jetzt hier so, das seht ihr wahrscheinlich auch nicht, so eine schöne kleine Leiste, wo ich jetzt hier schön in der Zeit vor- und zurückspulen kann. Und genau, einen schönen Punkt jetzt hier im Anflug auswählen kann. Von wo wir uns das jetzt angucken, genau, mache ich wieder Unpause. Genau, und der bringt den Flieger jetzt halt in den Status, wie er dann war. Jetzt wird das Gear wieder ausgefahren und so weiter. Flaps müssten jetzt rauskommen. Und dann kommen wir hier nice runter. Und das Schöne ist, man könnte jetzt zum Beispiel das Wetter auch noch umstellen. Ich könnte jetzt hier auch noch, nicht wie ich war gerade, hier im Wetter halt auch noch rumfuschen. Die Zeit noch verändern. Also ist jetzt egal, es hat keinen Einfluss aufs Replay. Genau, wir lassen es nur bei der Zeit. Und genauso Wolken, alles könnte man einfach anpassen. Und dann sind wir schön hier reingekommen. Den Bäumen, das sieht so nice aus mit dem Grün. Also ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht Standard FS2020 grün ist. Aber ganz sicher kann ich es euch nicht sagen. Ich vermute aber mal, dass es sonst halt die ganz normalen Standardbäume wären. So. Da ist ein bisschen über der Bahn geschwebt, aber dann schön sanft aufgesetzt. Und da kommen wir mit der 220 Fuß pro Minute Sinkrate. Oh, da habe ich nochmal gezogen hier, oder wie? Die ganze Zeit Wheelie gemacht. Ich dachte, der Flieger wäre am Boden mit der Nase. So. Genau, schön abgebremst. Reverses. Bahn ist ja lang genug. Wir wollten erst am Ende vacaten, deswegen war ja gar keinen Druck mit Großbremsen. Aber schön auf der Centerline und ja, mit 22 Fuß pro Minute ist eigentlich auch relativ entspanntes Aufsetzen. Genau.
Also ich gehe mal davon aus, dass, aber wie gesagt, garantiert kann ich auch nicht. Vielleicht sind die auch standardmäßig hier, wie gesagt, so. Einfach schon passend wegen. Passend zu den Fidschi-Inseln. Vielleicht sind die Bäume hier auch ein bisschen anders, aber ich vermute einfach mal, dass es sonst einfach die ganz normalen Standard-dunkelgrünen Bäume sind. Und dann schön hier reingeflärt. Zack, Touchdown. Wunderbar, sehr cool. Das war unsere Landung hier auf den Fidschi-Inseln mit dem Corona-Impfstoff an Bord sozusagen. Und damit auch die Leute hier geimpft werden können. Das war es an der Stelle auch von dem Flug hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben nicht vergessen. Und dann haben wir uns beim nächsten Flug wieder. Die Flugzeuge tanzen auch vor Glück hier hin und her, dass der Impfstoff da ist sozusagen. Ich habe gerade gesehen, vielleicht wie die hoch und runter gewippt sind. So. Naja, okay, auf jeden Fall das war's von dem Flug hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben nicht vergessen. Und dann hören wir uns beim nächsten Flug wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Leingema 1. Ciao.